Heute möchte ich euch mal ein bisschen was Unkonventionelles erzählen. Und zwar im Krisenfall. Was glaubt ihr, wer da die größte Gefahr für euch darstellt? Der normale Bürger, der Mob, der sich vielleicht zusammenrottet, weil er nicht versorgt wird. Die Prepper, die schon gut vorgesorgt haben und sicherlich nichts von euch wollen. Nein, ich sage es euch. Es sind die Leute, die zu sehr auf Regeln fixiert sind. Die auf Regeln pochen, die Regeln einhalten. In Bayern nennt man die Tüpfelscheißer. Ja, die immer alles besser wissen und immer alles auslegen, wie Vater Staat oder wie das Rechtssystem das will. Was glaubt ihr, hat im Zweiten Weltkrieg dafür gesorgt, dass sehr, sehr viele Leute ins KZ gekommen sind? Genau, die Tüpfelscheißer, die Blockwarte. Ja, die Ordnungsfanatiker. Davon geht die Gefahr aus. Und auch davon, wie ihr euch selbst verhaltet. Wenn ihr euch sehr auffällig verhaltet, werden natürlich mehrere dieser Tüpfelscheißer, diese Verpetzer, Volksverpetzer, auf euch aufmerksam und melden euch eventuell. Habt ihr es schon gesehen, mitbekommen? Da sind mehrere Autos auf einen abgelegenen Hof gefahren und nicht mal eine Stunde später stand die Polizei mit 5 Mannschaftswagen dort und hat eine Kontrolle gemacht. Da hat wohl irgendjemand gesehen, dass die Autos dahinter fahren. Tja, hat die Polizei gerufen und hat gesagt, da treffen sich welche. Also sind die Leute halt. Die ordnungsliebenden Leute, die nicht selbst denken können. Die alles tun, was man ihnen sagt und die sich dadurch auch teilweise, so war es im Zweiten Weltkrieg, Vergünstigungen erschleichen bei der Obrigkeit. Weil sie dienen ja auch. Sie hängen andere hin, ob nun gerechtfertigt oder nicht, ist völlig egal. Hingehangen mit gefangen. Nein, ihr seid gefangen. Ja, ist ein heikles Thema, ich weiß. Wird auch vielen hier nicht gefallen, wird auch vielleicht YouTube nicht gefallen, was ich sage. Auf der anderen Seite ist es ja nichts Medizinisches. Aber in jeder Krise war es so. Ob nun Krieg, ob eine Umbruchssituation in einem Staat, ob das Thema, das wir jetzt haben, eine Finanzcrash. Es werden Verhaltensregeln aufgestellt, wie jetzt diese netten Corona-Regeln, Verordnungen. Und ja, es gibt immer wieder Leute, die meinen, sie müssten andere verpetzen, hinhängen. Ja, sie müssten Richter, Ankläger in einem sein. Ja, vor denen müsst ihr euch in Acht nehmen. Also passt auf, wem ihr was erzählt, wie ihr euch verhaltet. Macht es nicht so offensichtlich, dass ihr mit dem Ganzen nichts zu tun haben wollt. Bis zum nächsten Mal. War jetzt wirklich sehr, sehr kurzes Video. Aber ich denke, viele haben diese Personengruppen nicht im Blick.